Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren neuen Folge Star Wars Battlefront 2 im Singleplayer. Mit dem die letzten Jedi DLC kam ja auch eine neue Mission, soweit ich weiß. Eine Mission, ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel dort kommt. Ihr seht es schon, im Singleplayer geht es jetzt weiter. Ein Versus Story geht weiter, als die erste Ordnung an die Macht kommt. Die Galaxis braucht ein weiteres Mal die Dienste der Kommandeurin des Inferno-Trupps. Wiederbelebung, das werden wir jetzt machen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe es ja schon zur Hauptstory gesagt, dass wir die Mission natürlich gemeinsam spielen werden. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für das Feedback allgemein bei dem Let's Play zur Singleplayer-Kampagne. Würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr dieses Video bewerten würdet. Ansonsten, let's go. Kampagnen-Schwierigkeitsgrad. Jo, passt so. Bin mal gespannt. Bin mal sehr gespannt. Oh. Oh, oh. Der ist aber ganz schön alt. Der ist ja ganz schön alt. Mal gucken, ob es hier vielleicht sogar geklärt wird, wer denn jetzt Rays Eltern sind. Ob das wirklich Aiden und der andere Typ, ich hab den Namen schon wieder vergessen, ob die das wirklich sind oder doch von jemand anderem. Mal gucken. Mal schauen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Wo ist sie jetzt? Ich hab, was ich wollte. Du hast deine Waffe angetauscht. Wofür? Vaterschaft. Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du hast mich enttäuscht. Ask, lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kauz. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Alten, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Unterwegs. Onkel Schrift, hab dein Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist Del? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pilio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Del. In den Schiffslogs habe ich dann das gefunden. Also vor Pilio war Del auf Atula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur.
Triff, nimm Kurs auf Atula. Ja. Ist nicht hier. Hat er sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinnata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Jinnata-Sicherheitsschiffe. Glebstruppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Triff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Zay? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist zu weit. Komm in den Hangar. Der Atulaner hat gesagt, die Jinnata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Klepp sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. Was ist der Plan, Alden? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Okay, Leute. Alles klar. Ich war die ganze Zeit am Überlegen. Also das mit der Tochter hat sich ja jetzt geklärt. Schon ein geiler Kniff, anstatt Ray Say zu sagen. Also nicht schlecht. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen. Aber nicht beidem. Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. So. Keine Sorge, Bob. Hab eine Menge von dir gelernt. Alles klar. Das ist ja schön, dass du es gemacht hast. Dass du schön viel gelernt hast. Ich lerne jetzt auch aus meinem Tod. ja, wie gesagt, es ist schon sehr komisch, weißt du, anstatt Ray. Die haben das. Die Schweine haben wirklich damit gespielt. Die haben mit uns gespielt, dass wir die ganze Zeit rätseln. Ah, sind das die Eltern von Ray? Nein, Alter, das sind die Eltern von Say. Geil, Alter, geil. Na ja, gut, alles klar. So. Aufhören, bitte, aufhören. Droidenreparatur. Laut den Scannern sind die Transporter fast leer. Labs Truppen verschleppen anscheinend Atulaner und bringen sie auf die Transporter. So. Schön! Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt heute praktisch nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Zay, zu mir. Wir erledigen die Transporter. Oh, da hinten sitzt er. Warte mal, was ist die Ionenimpuls? Okay, alles klar. Da kommt her, ihr kleinen Schweinchen. Muss ich den gleichzeitig beschützen? Nee, oder? Dann direkt aufgehen. Komm, machen wir den mal als erstes Blatt. Komm schon! Jetzt den bitte! Ey, hält aber ganz schön aus hier. Was genau macht der Ionenimpuls denn? Ach so. Die werden nur verlangsamt, okay.
Na komm, jetzt geh doch drauf hier, du! Meine Schiffe auszuschalten beendet nicht unsere Operation! Sie meinen Projekt Wiederbelebung? So nennt es Glass! Ich nenne das Kind beim Namen! Schwarzhandel! Hau rein! Das müsste reichen, oder? Jawohl. Konvoi zerstört! Sie entführen heute niemanden mehr, Lima Kai. Glauben Sie? Ich muss eine Quote erfüllen. Wenn nicht hier, dann eben irgendwo anders. Das glaube ich nicht. Sie geht nirgendwo hin. Wie die... Chris, zieh den Beschuss der Fregatte auf dich. Dann halten wir die Triebwerke auf. Roger. Dann mal los. Wie die sich fröhlich noch unterhalten. Jo, wir töten dich jetzt. Okay, das glaube ich nicht. Jawohl. Dann bleiben wir dran. Na klar, bleiben wir dran. Ey, kannst du mal aufhören da oben, du kleine Drecksau, ey. Alter, was hält denn der aus? Hau ab! Lalalalalala. Sag mal, schieße ich auf den richtigen Punkt eigentlich? Oder nach vorne? Ich soll ja auf die Triebwerke schießen, oder? Weil der Balken überhaupt gar nichts mehr abnimmt, deswegen wundere ich mich gerade. Geh drauf jetzt hier. Lepp hatte recht. Sie bedeuten Ärger. Geschafft. Die Triebwerke sind hinüber. Lima Kai. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance aufzugeben. Dafür bezahlt Glipp mich nicht. Bezahlt mich für einen Job und den werde ich erledigen. Nein, Lima Kai ist in einem modifizierten N1-Sternenjäger unterwegs zu dir. Und er hat schwere Sternenjäger zur Verstärkung dabei. Ich denke Lima Kai ab, du erledigst die anderen. Zane, warte! Zu spät! Oh Gott, war ja klar. War ja klar, dass die Alte wieder macht, was sie will. Kinder, 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 obwohl die wahrscheinlich so wie die aussieht auch schon Anfang 20, Mitte 20 ist. Obwohl, nee, 20 müsste die ungefähr sein, ne? 20 Jahre sind noch vergangen, war das nicht so? Das war jetzt nicht so gut, die so schnell loszuballern, wie bei den Großen. Hast du fertig mit deinen Freunden? Ich arbeite daran.